Entlebuch ist schwarz, es wächst nicht im Entlebuch, hat aber trotzdem sehr viel mit dem Entlebuch zu tun. Und was es damit zu tun hat, das erfährst du nach dem Intro. Wir haben hier einen Lempira, eine ganz alte Sorte von einem Arabica, die es nur in Honduras gibt. Und angebaut wird im Regenwaldreservat von El Hilguero, ein Biosphärenreservat, das sich einerseits einsetzt für den Schutz des Hirsch, den Schutz des Wald, aber auch von der Lenca-Kultur. Und das ist die Urkultur von Honduras. Und weil wir jetzt ein Waldschutzgebiet haben, mit Hirschen und Eingeborenen, habe ich gefunden, das passt so gut zum Entlebuch. Und was das jetzt zu tun hat mit unserem kulturellen Erbe, das erfährst du im nächsten Video.